Hi und herzlich willkommen zu einem Rechentrick, mit dem man blitzschnell Prozentwerte ausrechnen kann. Ich zeige den Trick super gerne auch immer in meinen Nachhilfestunden, weil er einfach so schön einfach ist. Schaut euch die vier Beispiele an. Auf den ersten Blick weiß man das nicht. 40% von 70. Und was machen wir? Der Trick ignoriert erstmal die Prozentzeichen, dann teilt er beide Zahlen durch 10, das heißt, wir haben 4 und 7, und dann rechnet man einfach mal. 4 mal 7 ist 28, also sind 40% von 70 28. Nächstes Beispiel, genauso, ignoriert das Prozentzeichen, teilt beide Seiten durch 10 und rechnet 2,3 mal 3 und das ist 6,9. Nächste Zeile, gleiches Spiel, Prozentzeichen ignorieren, beide Zahlen durch 10 teilen, also 3 und 4,2 und es ergibt 3 mal 4,2, was 12,6 macht. Letzte Zeile, da machen wir es anders, wir ignorieren das Prozentzeichen und anstatt beide Zahlen durch 10 zu teilen, teilen wir einfach eine Zahl durch 100. Das bietet sich hier an, weil wir dann die beiden Nullen wegstreichen können und 11 mal 11 rechnen, also 121. Und ihr seht, es ist tatsächlich super einfach. Warum klappt es jetzt aber? Naja, schauen wir uns Beispiel 1 und Beispiel 4 hier mal an. Beim Beispiel 1 wollten wir 40% von 70 ausrechnen. Prozent oder auf Italienisch per cento heißt aber pro 100. 40% heißt also 40 von 100. Und mit der Prozentwertformel müssen wir das immer mit dem Grundwert multiplizieren. Also rechnen wir eigentlich 40 Hundertstel mal 70. Das ist aber wiederum nichts anderes als 40 mal 70 durch 100 und das habe ich auf zwei Brüche aufgeteilt. Die 100 ist nämlich nichts anderes als 10 mal 10 und dann zerlegt sich das in 40 Zehntel mal 70 Zehntel. Da kann man die Nullen wegkürzen, wie wir es gemacht haben, und 4 mal 7 bleibt übrig. Bei dem vierten Beispiel war es ganz ähnlich. Das vierte Beispiel hätte geheißen 11%, also 11 Hundertstel mal Prozentformel 1100, da hätten wir also gerechnet, 11 mal 1100 geteilt durch 100 und das kann man zerlegen und sagen, ich mache wieder beides durch 10 oder aber ich lasse das unten mit einer 1 sozusagen stehen, 11 Eintel mal 1100 Hundertstel und das macht genau das, was wir gerechnet haben, 11 mal die 1100 gekürzt, zwei Nullen weg, mal also 11. Und das war das, was wir daraus gerechnet haben. Und ihr seht, ob man jetzt beide Zahlen durch 10 teilt oder eine durch 100, läuft aufs Gleiche raus. In jedem Fall ist es ein super smarter Trick, um hier ganz schnell im Kopf die Prozentwerte auszurechnen. Und wofür braucht man das? Naja, tatsächlich braucht man das im echten Leben. Zum Beispiel, um Rabatte auszurechnen oder alte Preise. Ganz beliebt auch in der 10er Abschlussprüfung. Viel Spaß damit und bis bald. Ciao.